Herzlich willkommen auf dem Kanal Erfolgreich Verkaufen. Mein Name ist Alex, es freut mich, dass du dabei bist. Wie du schon am Titel gemerkt hast, heute geht es um Garantie und Widerrufsbelehrung. Zu diesem Thema bin ich gekommen, weil mich ein Zuschauer diese Frage gestellt hat. Ich soll doch bitte ein Video dazu machen. Wenn du auch gerne möchtest, dass ich für dich ausführliche Fragen beantworte in einem Video wie in diesem Format, dann schreibe mir gerne unten in die Kommentare. Ich werde so schnell wie möglich darauf reagieren. Garantie-Widerrufsbelehrung. Bleibe bis zum Schluss dieses Videos dran. Ich werde dir verraten, wie du mit ein paar einfachen Tricks deine Retourenquote minimieren kannst. Nun zu der Frage vom Zuschauer. Reza, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Dieses Video ist für dich. Du hast mich gefragt, ich soll bitte ein Video machen zur Garantie- und Widerrufsbelehrung. Deine Ausgangslage sieht nämlich so aus, du verkaufst auch Waren, die nagelneu sind und versiegelt sind, wie ich das verstehe. Nun gibt es Käufer, die diese Waren widerrufen, weil sie 14 Tage gesetzliches Widerrufsrecht haben. Jedoch bekommst du diese Artikel, die Verpackungen schon geöffnet und natürlich auch so, dass du diese nicht mehr als neu weiterverkaufen kannst. Dieses ist leider Gottes so. Denn der Kunde darf die Artikel, die wir als Online-Händler verkaufen, genauso ausprobieren und testen, wie er dieses auch im Ladengeschäft machen würde. Dementsprechend ist es manchmal unvermeidbar, dass Artikel zurückkommen und nicht mehr als neu verkauft werden können. Was kannst du in solchen Fällen tun? Du kannst diese Artikel als B-Ware, also gebrauchte Ware, nochmal online stellen und halt niedrigeren Preis dafür verlangen. Jedoch wenigstens etwas noch dafür bekommen. Also Online-Händlern kosten die Retouren sehr, sehr viel Geld. Denn oftmals muss man auch für den Rückversand aufkommen und dann bleibt man halt auf einer minderwertigen Ware sitzen, die man dann nur als Gebrauchtware noch verkaufen kann. Jedoch gibt es Unterschiede, nicht jede Waren werden zurück angenommen. Es besagt zwar, Widerrufsrecht hat jeder Kunde, gesetzlich 14 Tage vorgeschrieben, die meisten geben einen Monat oder sogar mehr. Jedoch muss man da gucken, es gibt gewisse Waren, die nicht zurück angenommen werden dürfen. Das sind zum Beispiel Beauty-Artikel, Hygieneartikel oder personalisierte Artikel wie Artikel, die mit einer Gravur versehen sind für den Kunden oder speziell für den Kunden angefertigt sind. Da gibt es noch viele weitere. Und diese Artikel würde ich, beziehungsweise ist man als Händler nicht verpflichtet zurückzunehmen, jedoch viele andere Artikel und das betrifft den meisten Teil. So, wie kannst du jetzt deine Retourenquote, die Rückgabequote minimieren? In meinem Fall war das so, ich habe Artikel verkauft, die mit Folie überzogen waren und diese Folie schützt den Artikel vor Kratzern, vor Beschädigungen und Gebrauchsspuren. Jedoch haben viele Kunden diese Folie abgezogen und dann sind natürlich Schäden entstanden, die man so auch erstmal beweisen musste, dass es vom Kunden kam und so weiter. Ja. Die meisten Artikel waren dann aber wirklich in Folie überzogen und diesen Artikel konnte man schon so in Folie auch betrachten und schauen, ob es einem gefällt. Oftmals ist es so im Schmuckbereich und dann entscheiden, ob man diesen Artikel behält oder nicht behält. Was habe ich gemacht? Ich habe Zettel fertig gemacht, wo ich drauf geschrieben habe, bitte ziehen Sie die Folie nicht vom Artikel ab, wenn Sie diesen Artikel nicht behalten möchten. Und das habe ich in jedes Paket reingelegt als Hinweis, denn wenn die Folie abgezogen wird, werden wir diesen Artikel nicht zurück annehmen. Das haben viele Kunden natürlich ernst genommen und haben dann die Folie draufgelassen. Dementsprechend konnte ich diesen Artikel bei einer Retoure problemlos wieder als neu an den nächsten Kunden verkaufen. Jetzt gibt es aber Kunden, die schon Sachen zurückgeschickt haben und ja, mit Gebrauchsspuren. Was habe ich dann gemacht? Ich habe den Kunden angeschrieben und gesagt, so nehmen wir den Artikel nicht zurück an und habe dem Kunden angeboten, entweder nimmt er diesen Artikel wieder zurück, also die Retoure geht wieder an den Kunden, oder wir ziehen einen gewissen Warenwert von diesem Artikel ab. Und da habe ich zum Teil 40, ja 30, 40% vom Warenwert abgezogen und habe gesagt, diese Differenz können wir Ihnen auszahlen aufgrund der Gebrauchsspuren.
Viele Kunden haben dann gesagt, nee, dann möchte ich diesen Artikel doch behalten. Und dann habe ich diesen Artikel nochmal zurückgeschickt, bin natürlich nochmal mit Versandkosten entgegengekommen, dementsprechend habe ich sie selbst übernommen. Und dann hat der Kunde aber seinen Artikel behalten und ich blieb nicht auf den Kosten dieses gebrauchten Artikels sitzen. Und ja, so kannst du das eventuell auch für deine Artikel umsetzen. Natürlich ist es problematisch, wenn eine Verpackung, wie du schon sagst, versiegelt ist und dieses Siegel dann gelöst wird, dass dann es für den nächsten Kunden schwerer ist, beziehungsweise es dem nächsten Kunden nicht gefällt, dass er diesen Artikel schon geöffnet beziehungsweise schon gebraucht erhalten hat. Und dann ist die Retourenquote dementsprechend höher. Aber dennoch würde ich sagen, wenn du diese Tipps, diese kleinen Tipps, die ich dir jetzt an die Hand gegeben habe, anwendest, würdest du deine Retourenquote minimieren. Dann kommen wir noch kurz zu der Garantie. Eine Garantie gibt es so gesetzlich nicht. Garantie gibt man immer freiwillig als Hersteller oder als Händler Garantie. Es gibt gesetzlich die Gewährleistung. Für Neuwaren zum Beispiel musst du 2 Jahre Gewährleistungsgarantie, sagt man auch, geben. Aber eigentlich heißt es Gewährleistung einfach nur. Also für Neuwaren musst du 2 Jahre geben und für Gebrauchtwaren musst du gesetzlich 1 Jahr geben. Und natürlich in diesem Zeitraum musst du dem Kunden bei Schäden bzw. beim Defekt dieses Artikels auch eine Reparatur gewährleisten. Normalerweise ist es so, wenn der Kunde einen Artikel einschickt und du es reparierst und er wieder es zurückkriegt, dann ist er wieder stolz und alles ist gut. Und sollte der Kunde jetzt aber immer wieder den gleichen Fehler, wegen eines gleichen Fehlers, dreimal den Artikel zurückgeschickt haben und dann musst du beim dritten Mal, bist du gesetzlich dafür verpflichtet, diesen Artikel auch zurückzunehmen und dem Kunden innerhalb dieser 2 Jahre eine Rückerstattung der Kaufsumme zurückgewährleisten. So viel zum Thema Garantie und Widerrufsbelehrung. Wenn dir dieses Video hilfreich war und dieses Video gefallen hat, dann gib dem Video gerne einen Daumen hoch. Abonnier diesen Kanal, wenn du mehr von solchen Videos hören möchtest und sehen möchtest. Und drücke die Glocke, um kein weiteres Video mehr zu verpassen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, wünsche dir viel Erfolg beim Verkaufen und bis zum nächsten Video. Tschüss.